die Möglichkeit zu schaffen, Erfahrungsräume zu gestalten, damit Kinder involviert werden können, damit sie berührt werden können und damit wir sicherstellen können, dass es um nachhaltiges Lernen geht, dass mehr mitgenommen werden kann, dass etwas in Erinnerung bleibt. Wir kennen wahrscheinlich alle aus unserer eigenen Schullaufbahn diese Situationen, man lernt eine Lektion Vokabel für einen Test, der Test ist geschrieben und man sagt, erledigt, braucht man immer, weil Test haben wir schon gehabt. Und genau dem möchten wir eben entgegenwirken, indem wir schauen, wo können wir für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen Möglichkeiten schaffen, dass sie involviert werden, dass sie Erfahrungen machen, dass sie merken, wir trauen ihnen etwas zu, es gibt Verantwortung und das prägt die Praxis bei uns in der Schule. Das sind einerseits Exkursionen, die wir ermöglichen, das sind Projekttage, das sind aufgelöste Unterrichtsformen, das sind Einladungen, die wir aussprechen. Wir schauen, dass Großeltern vielleicht in die Schule kommen, um etwas erzählen zu können, dass Zeitzeugen da sind, dass Menschen, die einfach etwas zu sagen haben, auch mit unseren Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen. Wir sind als Schule auch eine sogenannte Ökologschule. Ökologschulen sind Schulen, die sich sehr um Nachhaltigkeit bemühen. Und Nachhaltigkeit ist in verschiedensten Bereichen bei uns wirklich groß geschrieben und bezieht sich auf alle möglichen Ebenen. Dieses Projekt, das Sie jetzt auch im Film gesehen haben, ist im Rahmen eines Zeitschenktages entstanden, weil bei einer Befragung unserer Schüler einfach herausgekommen ist, dass das, was wir oft zu wenig haben in der Schule, die Zeit ist, die wir gemeinsam verbringen können. Klingt jetzt vielleicht etwas irritierend, weil wir ja sehr viele Stunden in der Schule gemeinsam verbringen, aber es ist etwas anderes, Zeit in Interaktion zu verbringen, als Zeit so zu verbringen, dass man Lerninhalte einfach hineingefüttert kriegt. Und dem wollten wir entgegenwirken und haben eben überlegt, einen Tag lang unsere Zeit herzuschenken. Und da waren eben Projekte wie dieses Projekt im Kindergarten hinauszugehen, in ein Altersheim, in eine Kinderbetreuungseinrichtung und so weiter und so fort, um diese Zeiten zu verteilen. Uns ist es wichtig in diesen 4 Jahren, das vielleicht abschließend noch gesagt, dass Kinder einfach die Möglichkeit haben, sich selbst zu entdecken, zu merken, was prägt mich denn, wer bin ich denn eigentlich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo möchte ich hin, wo könnte ich eventuell hin und auch, wie kann ich mit Fehlern umgehen lernen. Und wenn wir, so wie unser Noah hier im Film, nach 4 Jahren solche Jugendlichen ins Leben entlassen können, die mit so einem Konzept dann von uns weggehen, dann macht uns das stolz und wir wissen, dass wir diese Kinder am Schulanfang vermissen werden, aber wir wissen auch, dass sie spätestens am 2. Schultag bei uns vorbeischauen, um uns zu erzählen, wie es in den neuen Schulen weitergeht. Und wie gesagt, ich bedanke mich für die Möglichkeit dieses Films. Danke. Die Schwester Andrea Ebhardt. Wenn man in Graz bei den Ursulinen sie besucht, dann trifft man sie meistens im Hof bei den Kindern, wenn gerade Pause ist. Und wenn ein Ball geflogen kommt, dann schießt sie gleich zurück. Nur, dass man ein bisschen die Praxis und die Erfahrung auch ein bisschen mitdenkt, jahrelang im Schulteam. Das gehört bei uns irgendwie dazu, dass man mit den Kindern lebt. Ja, wir sind seit über 300 Jahren in Graz. Und von der Ordensgründung her war es immer das Anliegen früherer Zeit, die Frau zu stärken, die Frauen zur Selbstständigkeit zu erziehen, zu befähigen. Und diese Art der Bildung geht also viel weiter als über Schulbildung hinaus. Früher die Frauen, weil Frauen keine Möglichkeit hatten, Bildung zu erlangen. Inzwischen haben wir auch schon oder schon längere Zeit Buben in unserem Schulhaus, große und kleine. Und ich muss sagen, ich genieße es sehr, dass wir koedukativ geworden sind, weil auch hier die Erfahrung mit dem anderen Geschlecht eine ganz wesentliche ist. Wir haben im Haus bei uns 1250 Jugendliche, Kinder, Jugendliche und 130, 140 Lehrer, Erzieher. Kindergarten, Volksschule, Neue Mittelschule, Gymnasium und Oberstufenreihe-Gymnasium, nur damit Sie eine kleine Vorstellung haben. Und wir Schwestern als kleine Gemeinschaft von 13 leben im selben Haus. Und 3 von uns sind aktiv, 4 sind in der Schule tätig und andere sind immer wieder auch im Bereich der Erziehung zu sehen. Man könnte diese Erfahrung, die die Angela als Ordensgründerin gegeben hat,
oder uns mitgeben wollte, auch in bestimmte Erfahrungsfelder gliedern. Das eine wäre der musikalisch-künstlerische oder darstellerische Bereich, Music und Stage. Das sind die Bereiche, die auch an Ordensschulen immer wieder Verwendung gefunden haben oder Mittel zum Zweck waren. Wenn jemand auftritt, wenn jemand die Bühne betritt, so schult das und macht aus dem Menschen etwas anderes. Ich selbst habe Sport und Germanistik studiert und habe zum Beispiel eine Klasse in Turnen gehabt. Eine Schülerin ist mir aufgefallen als eben nicht extra begabt für Leibeserziehung. Und irgendwann durfte ich aber dann einen Lehrer vertreten, kam in die Klasse und wir haben ein Theaterstück gleich versucht zu spielen, extemporiert. Und siehe da, diese mir so schüchterne und im Eck sitzende Schülerin macht ein Theater, tritt auf, kann das. Nicht? Das sind so Erfahrungen, wo man sagt, der ganze Mensch. Und das müssen wir fördern mit all diesen Mitteln. Wir haben Chöre im Haus, wir haben wie überall Theatergruppen, wir haben Musikgruppen. Und das Schöne, was jetzt immer mehr wächst, ist das Zusammensein. Es gibt also einen Projektchor, da singen Lehrer, da singen Schülerinnen, ehemalige Schüler, da singen Schwestern, alles, was sich meldet, singt da mit. Angestellte des Hauses, alle. Dann der Bereich Sport, der mich natürlich besonders bewegt und mein Leben lang begleitet hat. Auch hier ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht, was weiß ich, Handstand oder Kippe oder irgend so etwas unbedingt einübt, sondern dass man Freude an der Bewegung vermittelt und dass die Gesundheit und die ganze Persönlichkeit hier im Mittelpunkt steht. Und ich muss immer lachen, wenn wir tägliche Turnstunde hören. Wir haben erst vor 4 Jahren einen großen neuen Turnsaal mit 3 Hallen gebaut. Aber wir haben auch noch die Unionhalle daneben angemietet. Also so viel Turnen können wir gar nicht anbieten. So viel Seele hat keine Schule. Aber wir können anbieten, dass die Schüler in der Früh spielen, dass sie den ganzen Tag im Freien sind. Jetzt in einem neu gestalteten Innenhof gibt es diese Geräte, die Fitnessgeräte, die sonst auch im öffentlichen Raum stehen, wo man nur hingeht und ein paar Übungen macht und geht weiter. Das ist, glaube ich, wichtig, eine Erfahrung für die jungen Leute. Dass man dann auch in der Schule große Erfolge feiert und was weiß ich, einen Europameister im Fechten hat und ähnliche Dinge, das sind schöne Zuckerln, aber das sind natürlich die Dinge, die auch vom Elternhaus gefördert werden, das wissen wir auch. Oder sind Begabungen, die von irgendeinem Verein, wo schon das Kind als Zwergerl dort war und dann kommt er als riesiger, großer Basketballspieler zurück und schlägt alle. Soziales Denken, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig, eine Erfahrung, die Menschen machen müssen, wenn man für andere da ist. Wie auch hier an der Schule gesagt worden ist, man geht zu den anderen. Soziale Projekte haben wir immer gehabt. Vor allem wurde aus einem Sozialprojekt, was weiß ich, in Guatemala zum Beispiel, auch ein Aufenthalt einiger Schülerinnen. Immer wieder fahren dann auch unsere Schüler als freiwilliges Jahr in diese Gegenden und sehen und erfahren all das, was hier geschieht. Genauso in der 6. Klasse ist dieses Projekt Compassion, das auch schon viele Schulen übernommen haben. Sie besuchen soziale Einrichtungen, arbeiten dort. Uns geht es also um die Erfahrungen und um die Eltern. Wir wollen auch den Eltern das bieten, was sie brauchen. Darum ist die Schule auch irgendwo gefragt. Zum Beispiel haben wir in der Nähe das LKH, großes Spital, und alle Eltern oder viele Eltern, die dort arbeiten, in verschiedensten Berufen arbeiten, sind froh, wenn sie ihre Kinder bei uns beim Vorbeifahren abgeben können. Das ist aber 6 Uhr früh. Und da haben wir einen Sammelraum für die Kleinen, auch eine Betreuung. Alles etwas, was notwendig ist. Diese Erfahrung zu sammeln ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben voriges Jahr einen Zivildiener gehabt, der
gut war und sich ausprobieren konnte. Und man hat gesehen, der ist pädagogisch einfach so begabt. Der war bei allen, bei den Kleinen und bei den Großen im Tagesheim, in der Betreuung. Der war so begeistert, dass er jetzt selbstverständlich auf die Hochschule geht und Pädagogik studiert. Und vielleicht zudem noch etwas, wir haben eine Sekretärin leider verloren, eine gute Sekretärin, denn sie ist draufgekommen, dass ihr das Sein mit den Kindern so gut gefällt, aus dieser Erfahrung mit den Kindern, dass sie Matura nachgemacht hat und jetzt studiert. Ich glaube, es ist wirklich Erfahrung und Begegnung ganz, ganz notwendig als Lernort. Danke. Rudolf Luftensteiner, Leiter des Bereichs Bildung und Ordensschulen von den Frauen- und Männerorden in Österreich. Du wirst ein bisschen Einblick geben, auch was die Zahl ist und was so grundsätzlich in dieser Vielfalt der Ordenslandschaft im Bereich der Bildung unterwegs ist. Ja, noch zwei konkreten Projekten oder Schulen. Darf ich vielleicht ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Österreichweit ist das katholische Schulwesen mit ca. 6,5% an Schülerpopulation der größte private Schulerhalter in ganz Österreich. Und die katholischen Schulen in Summe hatten im Jahre 16/17 ihren absoluten Höchststand, den wir bis jetzt verzeichnen konnten, und zwar mit einer Zahl von 72.412 Schülerinnen und Schülern. Und innerhalb dieser Gruppe der katholischen Schulen ist die Gruppe der Ordensschulen der deutlichst größte Teil. Wir haben im Bereich der Orden ca. 50.000 Schülerinnen und Schüler in 234 Schulen. Wenn Sie es umrechnen, sehen Sie, dass das ca. 70% des katholischen Schulwesens in der Hand von Ordenseinrichtungen sind. Der Rest teilt sich auf zum Großteil auf Diözesen und Caritas und ein paar einzelne andere Schulträger im kirchlichen Bereich. Innerhalb der Orden müssen wir feststellen, dass die Tendenz sehr stark hingeht zur Gründung von Ordensschulvereinen, dass dem Zurückgehen der Ordensberufungen oder Zusammenbrechen überhaupt dieser Möglichkeit geschuldet ist, weil einfach viele Orden personell und finanziell an ein Ende ihrer Möglichkeit kommen, diese Werke auch in die Zukunft zu tragen. Die Orden haben vor mehr als 20 Jahren einen Verein gegründet als eine Möglichkeit, das ist die sogenannte Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, der inzwischen österreichweit zum größten Erhalter geworden ist. Die Vereinigung von Ordensschulen ist zurzeit in 7 Bundesländern vertreten, an 13 Standorten, vereinigt 11 unterschiedliche Ordensgemeinschaften mit 45 Bildungseinrichtungen und mit über 8.500 Kindern und Jugendlichen. Und nur damit Sie ein bisschen ein Bild auch haben, was das auch beschäftigungspolitisch heißt, in der Vereinigung von Ordensschulen arbeiten zurzeit Lehrer und alle anderen Angestellten ca. 1.200 Personen. Das heißt, wir sind hier auch durchaus schon ein sehr großer Faktor im Bereich der Beschäftigung. Als Bildungsreferatsleiter bin ich auch noch in einem anderen Vorstand tätig, und zwar haben die Orden in Wien im Zuge des Gratis-Kindergartens einen eigenen Verein gegründet, der heißt Katholische Kindertagesheime. Den kirchlichen Vertretern ist vielleicht die Nikolaus-Stiftung bekannt. Die Orden haben einen eigenen Verein gemacht, und in Wien alleine haben wir zurzeit 6.200 Kinder in den Einrichtungen der katholischen Kindertagesheime, und auch hier haben wir nochmal eine sehr hohe Anzahl von Pädagoginnen und Pädagogen, und wir beschäftigen zurzeit 635 Pädagoginnen und Pädagogen in diesem Bereich und begleiten Kinder und Jugendliche in ihrem Lebensweg. Der Umbruch in den Ordensschulen fordert uns ganz enorm, weil einfach hier die Frage ist, wie kann es weitergehen? Und wir haben schon viele Jahre intern Versuche und überlegt, kann es weitergehen? Wollen wir die Ordensschule? Brauchen wir die Ordensschule? Wir haben ein eindeutiges gemeinsames Ja auf diese Antwort, was aber nicht heißt, dass die Herausforderungen dadurch kleiner geworden sind. Aber wir wissen, wo wir hinwollen, und insofern freut es mich natürlich auch, dass Sie heute hier sind. Warum meinen wir, dass wir es weiterführen können? Ich denke, das Wesen eines Menschen, das Charisma eines Menschen lässt sich nicht auf die Lebensform, ob das jetzt Ordensmann oder Ordensfrau ist oder als Laienchrist, alleine festmachen, sondern es ist schon vielmehr, wie dieser Mensch sein Leben gestaltet, mit anderen Menschen umgeht, wie er das lebt. Und ich denke, dort ist auch der Anknüpfungspunkt, wo wir Laien genauso anknüpfen können wie Ordensschwester an die Gestalt von Ordensgründerinnen und von Ordensgründern. Aus dem Verständnis heraus, dass es um den Menschen geht, sind wir, was das schon vorhin angesprochen ist, ganz stark auch fokussiert, dass wir meinen, unsere Schulen, Ordensschulen,
müssen ganz wesentlich auch auf Bildung schauen und nicht nur auf Ausbildung. Mir ist das etwas ganz, ganz Wichtiges, weil ich denke, Bildung ist unsere große Stärke und gleichzeitig in der gängigen Bildungspolitik und in Österreich eine der Schwächen im Bildungswesen, dass viele Menschen die Differenzierung nicht mehr schaffen zwischen Ausbildung und Bildung, sondern alles in einen Topf werfen. Ausbildung ist sicher etwas ganz Notwendiges, leisten unsere Schulen auch, Sie haben ja viele Beispiele vorhin schon gehört, aber wenn ich denn die Differenz kurz benennen darf, Ausbildung ist immer zweckorientiert, ist immer so ein Werkzeug, das mir in die Hand gegeben wird, und bei der Bildung geht es aber sehr stark einfach um die Frage des Sinnes. Wenn ich ein Bild aus dem Handwerk nehmen darf, wenn ich einen Hammer nehme und den einsetze, der Hammer ist in sich nicht determiniert, wofür er eingesetzt wird, sondern das ist dann schon eine Frage, was mache ich mit ihm? Mache ich sinnvolle Arbeit oder haue ich den Hammer jemanden irgendwann am Kopf und mache hier etwas anderes? Wie stark hier Bildung notwendig ist, hat die Schwester Andrea in vielen Beispielen ja schon gebracht. Das Thema Compassion möchte ich gerne nochmal ansprechen, weil es in den Gymnasien der Ordensschulen ein ganz fixer Bestandteil geworden ist, aber auch andere viele Sozialprojekte wären hier zu nennen oder was auch im kirchlichen Kreisen inzwischen sehr gut etabliert ist, diese Aktion der katholischen Jugend 72 Stunden ohne Kompromisse, wo unsere Schulen auch ganz, ganz intensiv mitarbeiten. Intern in einer Arbeitsgruppe der Ordensschulen versuchen wir zurzeit auch Bewertungsparameter zu erarbeiten, die eine Antwort geben auf das Thema PISA. Denn zu sagen, PISA ist ein bisschen ein Schwachsinn, weil sie nur einen Teil bewerten, ist uns zu wenig. Ich denke, dass wir in den Ordensschulen durchaus etwas zu benennen haben und wir orientieren uns derzeit in dieser Arbeitsgruppe sehr stark auch an der Emmaus-Geschichte. Dieses Lernen, das in der Emmaus-Geschichte hier verdeutlicht wird, geht sehr stark in diese Richtung. Wie wichtig ganzheitliche Bildung ist und so, ich möchte hier nur einen externen Referenten nennen, den Sie alle kennen, den Neurobiologen Gerald Hütter, zurzeit sehr bekannt auch in dieser Frage, aber all diese Fachleute sagen uns zurzeit heute, Bildung ist der wesentliche Faktor und ich denke, hier haben wir Orden viel beizubringen. Einen anderen Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, den hat hier die Kollegin ja schon angesprochen, weil sie Ökologschule ist, aber im Bereich der Umwelt, im Bereich des Ökologischen sind unsere Schulen sehr stark vertreten. Wir haben viele Ökologschulen, wir haben viele Schulen, die das österreichische Umweltzeichen tragen und wir haben viele Schulen, die die Aktion Pilgrim mittragen und mit weiterentwickeln. Und hier nicht einfach nur, weil Schöpfung, weil das Gott ein Gag ist, weil das Gott ihn ist, sondern schon sehr stark aus unserer christlichen Verantwortung heraus, weil wir Schöpfung als etwas ganz Wesentliches sehen und nicht nur als einen Nutzgegenstand. Das waren so ein paar Blitzlichter, die Ihnen verdeutlichen sollen, warum wir meinen, es macht durchaus Sinn, für Ordensschule ohne Ordensleute zu ringen und zu kämpfen. Und wir haben vielfach nicht mehr die Gnade, dass es so ist wie bei den Ursulinen. In der Vereinigung von Ordensschulen, die ich vorhin angesprochen habe, haben wir über die Hälfte der Schulen schon ohne Ordensmitglieder am Standort. Das heißt, hier sind wir schon in dieser großen Herausforderung, wie kann es gelingen, Ordensschule ohne Ordensleute zu leben. Wir glauben daran und kämpfen und ringen sehr gerne dafür. Und ich denke, dem Staat Österreich oder dem Gemeinwesen in Österreich können wir sagen, dass wir einen großen Beitrag leisten hier zur Unterstützung des öffentlichen Schulwesens. Und wenn zurzeit im Bildungsministerium von Leuchtturmschulen geredet wird, denke ich, dass Ordensschulen schon lange Leuchtturmschulen sind und es auch für die Zukunft sein werden. Danke. Vielleicht nur noch ergänzend zu den Unterlagen auch. Sie sehen hier ein Rollup mit den verschiedenen Themen, die wir im Zuge der Zeit bei den Ordensgemeinschaften abarbeiten. Jetzt sind wir bei Erfahrung bildet, natürlich Schulanfang, Ferienende und so weiter. Es bietet sich an. Wir haben hier nicht vor, einen Aktionismus zu starten, sondern einfach eine Aufmerksamkeit zu lenken und zu schauen, was ist die alltägliche Tätigkeit, die im Umfeld der Orden passiert und was ist dort eigentlich, wie es jetzt auch mit Leuchttürmen, wunderbare Beispiel von gelungenem Leben, und im Bereich der Bildung ist es jetzt sozusagen das Thema für die nächsten 2 Jahre. Wenn Sie die Unterlagen anschauen, da werden Sie drinnen die Ordensnachrichten sehen, die das immer wieder vorbereiten, das jeweilige Thema zur Erfahrung bildet, machen Sie sich auch da drinnen durchblättern. Hinter mir sehen Sie ein Plakat, das
in den Schulen, in den verschiedensten Einrichtungen, auch in den Spitälern über die verschiedenen Themen, genau diesen Themenfokus unterstützen möchte, auch kommunikativ, dass wir darüber reden, dass man das sozusagen als Anlass sieht, kommen wir ins Gespräch, die nächsten 2 Monate vielleicht über das, was wir als Erfahrungsräume aufmachen, den Leuten zur Verfügung stellen, auch als Resonanzräume für verschiedene Themen. Und die kleine Broschüre zeigt eine allgemeine Sicht auf die Ordensgemeinschaften.